Ja, meine Damen und Herren, da die Tagung ja auch interdisziplinär angekündigt ist, möchte ich ein bisschen auch noch die Brücke schlagen zu anderen Gebieten, die versuchen, Unsterblichkeit zu denken, sodass ich sie allmählich von der Vielheit zur Einheit zurückführen werde, in mehreren Schritten. Zunächst einmal kann man sagen, dass die Leitfrage aller großen Religionen, dazu zähle ich jetzt genauso Hinduismus, Buddhismus, wie die Sikhs, Judentum, Islam, Christentum vor allen Dingen, in unserem Kulturkreis, so kann man sagen, zum ersten Mal in der Philosophie von Platon, im Phaidon, angesichts des Todes von Sokrates diskutiert wurde. Alles, was wir in der Welt beobachten, ist werdend und vergehend. Es hat also einen Anfang und ein Ende. Das heißt, so die Beobachtung der Griechen, materielle Strukturen können nicht zeitlich unbegrenzt existieren. Und deshalb sind auch Menschen als leibgebundene Wesen sterblich. Jedes Kind, das geboren wird, kommt mit jedem Lebensjahr seinem Tod näher. Wird also von Sokrates, nachdem er den Giftbecher getrunken hat, irgendetwas übrig bleiben? So die Diskussion im Gefängnis. Der tote Körper wird sich in seine Bestandteile auflösen. Wenn das Wesen von Sokrates den Zerfall des Körpers überdauert, muss es irgendetwas Geistiges sein, in diesem Sinne Immaterielles, das nicht diesem Werden und Vergehen unterliegt. Der viel kritisierte platonische Dualismus von Körper und Geist beruht genau auf dieser Frage im Angesicht des Todes. Denn im Leben, so, das ist aber jetzt nicht mein Thema, schildert Platon an vielen Stellen, dass der Körper eigentlich nur als Leib und das heißt eben von Seele durchdrungen denkbar ist. Aber angesichts sozusagen der Vorstellung, in 2 Stunden kommt jemand mit dem Giftbecher, da sozusagen stellt sich die Frage, was ist dann noch sozusagen da? Und das ist nicht mehr greifbar, weshalb sozusagen Sokrates auch versucht, mit vielen Argumenten seine Schüler zu überzeugen, dass er, Sokrates, trotzdem nicht nur der Körper ist, der dann da liegen wird. Aber da seine Schüler auch schon eher eben handfest orientiert waren, so wie in der Bibel die Jünger, die sozusagen nicht glauben wollten, dass Jesus auferstanden ist, wollen auch die nicht glauben, dass Sokrates nicht mit diesem Körper identisch ist. Wenn es nichts gäbe, was unabhängig von den uns bekannten physiologischen Prozessen des Körpers wäre, dann wäre das Leben radikal endlich und Religion könnte tatsächlich auf Ethik beschränkt werden. Ein Gottesglaube wäre unnütz, sodass Religion ein Anachronismus wäre, den man schleunigst beseitigen sollte. Diesen Schluss ziehen heute auch etliche Naturwissenschaftler, vor allem Neurophysiologen und Genetiker. Da jedoch auch sie nicht leugnen können, dass der Tod für ihre selbstbewusste Wesen leidvoll ist und alle Menschen nach Glück und Wohlbefinden streben, versuchen sie technische Lösungen für das Dilemma der Endlichkeit zu finden. Viele Gentechniker träumen von einer Welt ohne soziale Konflikte, Hunger, Leid und Krankheiten und letztlich sogar ohne den Tod. Und Sterblichkeit im Sinne einer biologisch endlosen Lebensdauer, so lautet die am weitesten reichende Vision, werde durch genetische Eingriffe in die Keimbahn des Menschen irgendwann realisierbar sein. Am weitesten gehen in dieser Hinsicht die sogenannten Transhumanisten. Und der Name ist Programm. Sie hoffen, dass es in absehbarer Zeit, also nicht in irgendeiner ganz fernen Zukunft, möglich sein wird, die Bindung an die Körperlichkeit und die mit ihr verbundenen Anfälligkeiten vollständig zu überwinden. Für die Transhumanisten dreht es sich nicht darum, die physischen und psychischen Leistungsgrenzen nur auszunutzen und zu optimieren, sondern diese sollen mit Hilfe technischer Verfahren über das Menschenmögliche hinaus erweitert werden. Ziel ist die Überschreitung des Menschen zu einer Art Übermensch. Der Transhumanismus unterstützt daher vor allem die modernen Technologien, also Nanotechnologie, Bio- und Informationstechnologie, sowie die Forschung über künstliche Intelligenz. Durch die Möglichkeit, die Evolution durch selbstgewählte Ziele zu steuern, wird die Freiheit, sein Leben selbst zu bestimmen, zunehmen, so wird verheißen. Entscheidende Fortschritte erwarten die Transhumanisten schon in den nächsten 50 Jahren. Anthropologische Grundlage, also das Menschenbild, das dahinter steht, ist allerdings ein kartesischer, nicht ein platonischer, ein kartesischer Dualismus.
Der Körper gilt nicht als zur menschlichen Identität zugehörig, sondern ist nur ein Mittel, um eine biografisch individuelle Identität zu entwickeln. Deshalb sollten physische Mängel und Begrenzungen so weit wie möglich beseitigt werden und das Körperbild immer mehr dem Selbstbild angepasst werden. Dahin sind wir schon inzwischen unterwegs, sozusagen durch alle möglichen kosmetischen Operationen bei Frauen und inzwischen auch bei Männern. Aber Alter und Tod lassen sich jedoch nur dann vollständig überwinden, wenn die Identität nur noch auf Prozessen der Informationsverarbeitung beruht und unabhängig von den natürlichen Lebensbedingungen ist. Die Verneinung der Leiblichkeit und der Natur ist deshalb die Voraussetzung für die Entstehung des neuen Menschen. Der Körper ist in gewisser Weise die Hardware, wie bei unserem Computer, und auf der die Software des Geistes läuft. Da der Körper kein Teil der biografischen Identität ist, kann er beliebig oft ausgewechselt werden, während die informationsverarbeitenden Prozesse des Geistes weiterlaufen. So wie man alle Daten der Festplatte auf einen Stick speichern und diese dann auf einen anderen Computer, ja sogar ein anderes Programm übertragen kann, so könnte man die im Laufe des Lebens gespeicherten Daten nach dem Tod des Körpers in einen Roboterkörper eingeben. Dadurch, so hofft Hans Moravec, der an dem renommierten Massachusetts Institute of Technology forscht, wäre eine Lebensverlängerung technisch realisierbar. Doch zumindest einigen Forschern ist bewusst, dass das Leben auf der Erde nur eine begrenzte Zeitdauer bestehen wird, weil die Sonne nach ungefähr 4,5 Milliarden Jahren zu einem roten Riesen und dann zu einem weißen Zwerg werden wird, sodass die Temperaturen auf der Erde zunächst zu heiß und dann zu kalt für organisch gebundenes Leben sein werden. Und sogar wenn es gelänge, andere Planeten zu besiedeln, bliebe noch immer die Endlichkeit des Universums als Ganzen. Da jedoch, so glauben die Transhumanisten, die technische Machtfülle und das sie ermöglichende Wissen unbegrenzt erweiterbar sind, wird es irgendwann gelingen, die ganze Natur nach dem eigenen Bild zu modellieren. In diesem Sinne verstehen sie sich als Herren des Universums, sind also nicht nur die Banker. Die Überschreitung des Menschen, die der Transhumanismus als nahezu einziges Wesensmerkmal gelten lässt, wird demnach nur in Zeit und Raum gedacht. Da sich letztlich alles menschlichen Wünschen fügen soll, gibt es kein Außen, das nicht von ihm konstituiert wurde und einen Eigenwert hat. Dadurch ist der Mensch, mit Augustinus gesprochen, ein Homo curvatus in se ipso, ein Mensch, der permanent um seine eigenen Vorstellungen und Wünsche und Interessen kreist. Ich hatte schon erwähnt, dass die methodische Voraussetzung ein kartesisches Wissenschaftsverständnis ist. Denn nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst, vor allen Dingen eben seinen eigenen Körper, sieht der Mensch nur unter der Perspektive des außenstehenden Beobachters, der dritten Person. Leitend ist das Menschenbild des neuzeitlichen Individualismus, für den die personale Identität unabhängig von den Beziehungen zu den Mitmenschen und anderen Kreaturen entworfen werden kann. Die Natur und der eigene Körper erscheinen quasi wie eine Maschine, deren Prozesse berechenbar und das heißt kausal determiniert sind. Da der Mensch nicht an ihnen teilnimmt, kann er wie ein Ingenieur aufgrund seiner Konstruktionspläne in sie eingreifen. Genau aus diesem Grund ist das Projekt schon von seiner Grundkonzeption zum Scheitern verurteilt. Der Mensch selbst ist ein wirkender Teil, nicht nur auf diesem Planeten, sondern in dieser Konzeption des Transhumanismus des ganzen Universums. Anders als bei einer Maschine, zum Beispiel bei einem Auto, kann er nämlich nicht aus dem Ganzen heraustreten. Als Teil des Systemganzen wirken deshalb alle Veränderungen auch auf ihn selbst zurück und verändern die Bedingungen seines Lebens. Und sogar wenn das Universum zeitlich unbegrenzt bestehen würde, was ja nach wie vor diskutiert wird, welches Modell das richtige ist, unterstehen alle materiellen Prozesse, physikalisch gesprochen, dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und danach kann sich kein System ohne Energiezufuhr von außen über längere Zeit stabil erhalten.
Das heißt, es gibt kein Perpetuum mobile. Das Werden und Vergehen lässt sich deshalb nur um den Preis aufheben, dass alle Prozesse zum Stillstand kommen. Und dann ist auch kein Leben mehr möglich. Zweites Kapitel, die Grenzen der Naturwissenschaften. Vor dem Hintergrund eines naturalistischen Forschungsprogramms, das alle physischen Prozesse kausalgesetzlich zu erklären versucht, kann man weder, das wurde auch gestern schon mal kurz angesprochen, die zielgeleitete, sinnstiftende Wirksamkeit des Endlichen, noch das Innewohnen, die Immanenz des unendlichen Geistes in der Natur denken. Wenn daher überhaupt der religiöse Glaube thematisiert wird, dann in Form eines Deismus. Gott erscheint, so argumentiert beispielhaft Bernulf Kanitscheider, als ein über der Welt thronender Herrscher, der die Welt einem naturgesetzlich determinierten Lauf überlassen hat. Die Religion schränkt damit den Anspruch der Naturwissenschaft, das Universum, den Menschen eingeschlossen, vollständig erklären zu können, überhaupt nicht ein. Beide können sozusagen friedlich koexistieren. Denn die Sphäre der Transzendenz, so Kanitscheider, hat keinen Einfluss auf das Leben in der Welt und deshalb spielt es auch gar keine Rolle, ob jemand gläubig oder ungläubig ist. Religion und Naturwissenschaft beziehen sich nicht nur methodisch, sondern auch seinsmäßig, ontologisch, auf zwei völlig verschiedene Seinsbereiche. So wie wenn wir jetzt in diesem Raum sind und dann gehen Sie raus, machen die Tür zu und sind im anderen Raum und beides hat gar nichts miteinander zu tun. Aber auch gegen diese Position sprechen mehrere Einwände. Einer ist ein erkenntnistheoretischer. Wie jede Form der Welterschließung, und das vergessen wir in unserem naturwissenschaftlich dominierten Zeitalter auch selbst gerne, also nicht nur die Naturwissenschaftler, bilden auch die Naturwissenschaft die Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern sie beruhen auf einer methodisch gelenkten Selektion und Interpretation von Daten. Die methodische Beschränkung der Naturwissenschaften beruht vor allem, ist für uns jetzt wichtig, auf dem systematischen Ausschluss aller unmittelbar an das erlebende Individuum gebundenen Formen der Erfahrung. Das heißt qualifizierte Perzeptionen, die Wahrnehmung von Gelb und Grün und Rot, aber eben auch von Zielen, Bedeutungen, ethischen Werten und eben auch Sinn. Aus dem naturwissenschaftlich verstandenen Sein, so lautet ein viel zitierter Satz, lässt sich deshalb kein ethisches Sollen ableiten. Kurz und bündig an einem Beispiel erläutert, wenn ich weiß, wie naturgesetzlich die Umwandlung von Energie und Masse vor sich geht, weiß ich noch nicht, was ich damit tun darf oder nicht tun darf. Denn diese Gleichung ist die Grundlage auch für die Entwicklung der Atombombe. Also kann ich aus dem Erklären dieses Prozesses nicht darauf schließen, ob ich Atombomben bauen soll, darf oder nicht darf. Die Perspektive der ersten und zweiten Person, eben des erlebenden Individuen, auch der Individuen, die sich gegenseitig begegnen als Individuen, kommt innerhalb dieses methodischen Rahmens nicht vor. Und sie können auch nicht sinnvoll integriert werden. Das heißt, nur durch den Ausschluss qualifizierter Empfindungen, Ziele, Bedeutung, Wert und Sinn erscheinen die Daten als Beobachter unabhängig und in diesem Sinne als allgemeingültig und objektiv. Dennoch erfolgt die Auswahl der Daten aufgrund einer gezielten Fragestellung, einer Intention, die sich vom Gegenstand, der beobachtet wird, nicht unmittelbar kausal ableiten lässt. Ob ein Baum naturwissenschaftlich, ästhetisch oder religiös oder ökonomisch angeschaut wird, beruht nicht auf den Reizen, die der Baum aussendet, sondern der Blickrichtung des Beobachters. Die Beobachtung selbst setzt qualifizierte Sinneswahrnehmungen und Urteilsakte voraus. Und da diese aus der naturwissenschaftlichen Erklärung ausgeschlossen sind, kann die Naturwissenschaft ihre eigenen Ermöglichungsbedingungen, sozusagen die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis, überhaupt nicht vollständig selbst erklären. Subjektivität kann nicht in Objektivität überführt werden, ohne genau die Eigenschaften zu verlieren, die sie kennzeichnen. Das haben viele der bedeutenden Physiker erkannt, und ich jetzt hier zitiere an dieser Stelle nur Erwin Schrödinger, der mit Heisenberg die Quantentheorie ja entwickelt hat,
Der Geist ist in eminentem Maße Subjekt und entzieht sich damit der objektiven Untersuchung. Er ist das Subjekt des Erkennens und kann darum im eigentlichen Sinne nie dessen Objekt sein. Und deshalb, so Schrödinger, kann er von einem rein naturwissenschaftlichen Standpunkt überhaupt nicht organisch eingebaut werden. Denn alles, was man in dieses Weltmodell eingehen lässt, nimmt stets die Form einer naturwissenschaftlichen Aussage an, ob man will oder nicht. Als solche aber wird sie falsch. Wäre zudem das Denken tatsächlich zum Beispiel neuronal und damit eben auch kausal determiniert, dann wären es auch die Theorien und Bücher, die das Gehirn eines Wissenschaftlers produziert. Und dann gibt es kein Argument dafür, warum diese Theorien wahrer sein sollten als die eines religiösen Menschen. Beide wären nicht für das Ergebnis ihrer Forschung verantwortlich, sondern diese würden nur unter jeweils etwas anderen, kontingenten, also zufälligen Umständen erzeugt. Und wenn es keine über das Individuum hinausführende Wahrheit gibt, dann wäre nicht nur der Anspruch der Religion, sondern auch der Naturwissenschaft, zumindest bestimmte Züge der Wirklichkeit zu erfassen, hinfällig. Unhaltbar ist daher die Aufforderung von Kanitscheider, die Religion solle einen schwachen Naturalismus akzeptieren. Weil, so Kanitscheider, die Menschen dann in der Ethik ihre autonome moralische Verantwortung leben können, gläubig sein können, aber wir trotzdem alles naturwissenschaftlich erklären. Schon ein geringfügiges Maß an ethischer Autonomie beinhaltet die Fähigkeit, sein Handeln zumindest bis zu einem gewissen Grad selbst beurteilen und zielgeleitet verursachen zu können. Wir brauchen also eine andere Form von Verursachung, als um Freiheit und damit eben auch moralische Verantwortung denken zu können. Und diese Form der Kausalität, die also die Grundlage der Freiheit ist, der ethischen Freiheit, kann durch den Ausschluss des Bezugs auf Subjektivität in ein naturalistisches Weltbild überhaupt nicht mehr gedacht werden. Sind zudem alle physischen Prozesse physikalisierbar, dann erscheint auch unser eigener Leib nur als physiologisch funktionsfähiger Körper. Da sich die Einwirkung geistiger Ziele auf kausal determinierte physische Prozesse nicht denken lässt, wird entweder Geistiges auf Körperliches reduziert, ist also nur ein Epiphänomen, das wirkungslos ist, oder so in der schwächeren Variante als eigene Dimension des subjektiven Erlebens anerkannt, aber eben nur als etwas, was sich sozusagen in unserem Gehirn abspielt und von keinerlei eben Bedeutung ist für unser Handeln, das sich ja körperlich ausdrückt. Und damit wäre auch die Idee der Verantwortung sinnlos. Also von daher verheddert sich da der Naturalismus, der gleichzeitig aber doch noch irgendwie eine Ethik einfordert, in unhaltbare Widersprüche. Und schließlich ist auch die Auffassung, dass sich die Religionen auf die Sphäre der Transzendenz beschränken sollten, unter religiöser Perspektive aus mindestens zwei Gründen inakzeptabel. Zum einen wird das Absolute, unabhängig davon, ob es personal oder apersonal gedeutet wird, als Seinsgrund des Universums begriffen. Ohne ihn gäbe es die Welt nicht und damit auch nichts, was wissenschaftlich erklärbar wäre. Zum anderen hat die Religion den Anspruch, zumindest für Menschen eine Orientierungs- und Heilsfunktion zu haben. Offenbarungen ließen sich vielleicht noch als etwas deuten, was sich nur im Inneren des Geistes abspielt. Aber der Inhalt der Botschaft sollte das Handeln bestimmen, und dazu muss er physisch ausgedrückt werden. Also muss Geistiges, Körperliches mitbestimmen können. Nur dann könnte die Immanenz des göttlichen Geistes im endlichen Geist das menschliche Handeln beeinflussen, ihm also eine Richtung, eine Orientierung vermitteln. Und schließlich sind Ethik und Religion nur für Wesen von Bedeutung, die nach dem Sinn ihrer Existenz fragen und ihr Leben bewerten können. Insofern ist für Ethik wie Religion der Bezug auf das Individuum in seiner Subjektivität, anders als in den Naturwissenschaften, grundlegend. Die Frage nach dem eigenen Sein oder Nichtsein
hat für ein Wesen, das von sich selbst weiß, eine existenzielle Bedeutung. Und nur deshalb können Grenzerfahrungen die Werte und Ziele des Lebens oft sprunghaft verändern. Ein zweiter Aspekt kommt noch hinzu, durch den Leib als Ausdruck von Innerlichkeit, im Handeln zum Beispiel, ist der Mensch mit der äußeren Welt durch ein Netz von Bedeutungen verbunden. Zu handeln, und sei es zunächst rein funktional um des Überlebens willen, ist deshalb keine bloße Reaktion auf Reize, sondern eine strukturierte Antwort auf eine als bedeutungsvoll erlebte Situation. Deshalb bleibt das qualifizierte Spüren des eigenen Leibes nicht auf ein rein innerliches Erleben beschränkt, sondern drückt sich durch Gesten, Mimik, Laute und Bewegungen aus. Während das Wirken physikalischer Kräfte per Definition ziel- und bedeutungslos ist, bewegt sich der Leib zielgeleitet. Er wird nicht nur durch äußere Reize kausalmechanisch zu einem Ort bewegt, sondern aufgrund des Interesses an etwas, einem Bedürfnis oder einer Absicht. Insofern bildet der Leib das Scharnier, an dem die Aufforderungen der Umwelt und des eigenen Leibes in sinnvolle, zielgeleitete Handlungen umgesetzt werden, die eine vitale, kognitive oder sogar existenzielle Bedeutung haben. Von daher kann man sagen, dass durch den leiblichen Ausdruck eines Gedankens oder einer Idee in einer physisch auch für andere sichtbaren Bewegung der Leib selber die Struktur von Intentionalität, also von Zielgeleitetheit gewinnt. Insofern ist der Leib nie nur der Leib für mich, sondern durch den Ausdruck von Zielgeleitetheit auch die Grundlage von Kommunikation. Die Identifikation des Menschen mit dem Leib wäre daher genauso falsch wie die mit dem reinen Denken, wie es der Transhumanismus anstrebt. Es handelt sich offensichtlich um zwei Momente eines Ganzen, die zusammengehören, ohne identisch zu sein. Ein dritter Aspekt ist noch wichtig zu thematisieren, der auch etwas in die Richtung geht, die gestern andiskutiert wurde unter dem Stichwort Entweltlichung, auf das ich nachher nochmal eingehen werde. Ein dritter Aspekt, der der Thematisierung von Transzendenz im Wege steht, ist, dass sich seit Nietzsche vor allem hartnäckig die Überzeugung hält, dass Weltbejahung nur möglich sei, wenn es keinen Geist gibt, der die Sinnenwelt überschreitet. Jede Form des Dualismus von Materie und Geist, Diesseits und Jenseits, wird abgelehnt. Sie, so die These, führe zur Weltverneinung. Mit dieser Logik bleibt zum einen nur ein Denken der Immanenz, wie es exemplarisch zum Beispiel Giordano Bruno und Spinoza entwickelt haben, auf die ich gleich kommen werde, oder in anderer Weise eben der Naturalismus, den ich gerade versucht habe zu widerlegen, vertreten. Ohne Zweifel hat das religiöse Denken von der Antike bis zur Neuzeit, man kann sagen zumindest bis zur Renaissance, die Welt nicht als Lebensziel gesehen. In einem Bild der islamischen Mystik gesprochen, glich sie einer Brücke, die man überschreitet, auf der man jedoch kein Haus baut. Dennoch war die Welt, anders als für Nietzsche, kein sinnloser Zeugzusammenhang, kein sinnloser Haufen von Dingen, sondern gerade als vom Summum Bonum, von Gott als dem höchsten Gut geschaffen und gegründet, war sie auch in all ihren Teilen gut und sinnvoll. Für Nietzsche und seine Nachfolger sind die Welt und ihre Geschöpfe jedoch völlig sinnlos, gefangen in der Wiederkehr des Gleichen, sodass sich die paradoxe Frage stellt, wieso ist sozusagen der Ausdruck völliger Sinnlosigkeit, wie kann das sozusagen Ausdruck von Lebensbejahung sein? Mir scheint das irgendwie nicht ganz einzuleuchten. Denn Sinn beruht nach Nietzsche, und das gilt gerade auch für Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre und andere, Sinn beruht nur noch auf dem menschlichen Geist, der seinen eigenen Entwürfen und einigen Ereignissen eine gewisse Bedeutung verleiht.
Diese ist dann aber notwendigerweise radikal endlich und wird mit dem Menschen, der diesen Sinn konstruiert hat, entworfen hat, auch verschwinden. Das heißt, die Lebensbejahung, die Nietzsche propagiert, beinhaltet daher die vollständige Sinnlosigkeit des Universums und das heißt den Nihilismus. Und dieses ist seinerseits in der einen oder anderen Form, das Universum also, endlich. Das heißt, alles, was geschaffen wurde, muss, so hatten wir vorhin schon gesagt, wieder vergehen. Deshalb kann der Mensch sein eigenes Leben durch keinen wie auch immer gearteten technischen Fortschritt begründen. Konsequent hat die indische Mythologie diesen Gedanken entwickelt. Selbst die Götter sind nicht, wie zur Zeit Homers, unsterblich, sondern sie sind endlich. Sie sind, wie Zeus, nicht Herr über Leben und Tod und sehnen sich deshalb danach als Mensch wiedergeboren zu werden, um nur dadurch nach Erlösung vom endlosen Kreislauf der Wiedergeburten streben zu können. Die Leitfrage, die zur Gründung einer der großen Weltreligionen, in dem Fall dem Buddhismus, führte, war daher wie in Platons Dialog Phaidon die Frage, ob es einen Ausweg aus dem ständigen Auf und Ab von Glück und Leid, Geburt und Tod gibt. Das heißt nicht die Ethik und in dem Sinne die sozialethische Lösung sozusagen oder Herstellung einer friedlichen und gerechten Gesellschaft, sondern die Frage nach der Unsterblichkeit sei, so sagte noch Cusanus im 15. Jahrhundert, die Kernfrage aller großen Religionen. Und sie begründet erst deren Sinn. Um diese Frage jetzt noch etwas näher zu beantworten, möchte ich jetzt auf das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz des göttlichen Geistes etwas genauer eingehen. Da der Naturalismus, den wir eben betrachtet haben, weder die Immanenz des Endlichen noch die des göttlichen Geistes denken kann, möchte ich mich kurz, wie gesagt exemplarisch, zwei neuzeitlichen Positionen zuwenden, die das Streben, sich selbst im Sein zu erhalten, zum Lebensziel erhoben haben. Es handelt sich um Giordano Bruno und Baruch de Spinoza, die beide aus unterschiedlichen Gründen einen Panentheismus vertreten. Ich sage bewusst nicht Pantheismus, wir werden gleich sehen warum, sondern Panentheismus, sozusagen ein Aufgehobensein des Vielen in der Gottheit. Giordano Bruno argumentiert gegen die theologischen Autoritäten seiner Zeit für die Grenzen und Mittelpunktslosigkeit des Alls und vollzieht damit eine entscheidende Aufwertung des Unendlichen. Das Grenzenlose erscheint nicht mehr als ein Ausdruck eines permanenten Mangels, sondern als Manifestation der göttlichen Schöpferkraft selbst. Nur ein unendliches Universum, so Bruno, sei ein angemessener Spiegel der göttlichen Unendlichkeit. Während ein begrenztes, endliches Universum, wie es die mittelalterlichen Theologen gedacht haben, Gottes unwürdig sei. Aber da Gott nur das sein kann, was er schon ist, fallen bei ihm das, was er tun könnte und das, was er tatsächlich wirkt, zusammen. Das heißt, Möglichkeit und Wirklichkeit sind bei ihm, anders als bei uns, identisch. Wenn er also ein unendliches All schaffen kann, aufgrund seiner unermesslichen Schöpferkraft, dann muss er das auch tun. Wer, so Bruno, die Unendlichkeit der Schöpfung leugnet, leugnet das Unendlichsein des schaffenden Vermögens. Das war ein harter Hieb gegen die noch vorherrschende scholastische Theologie seiner Zeit. Dennoch ist auch für Bruno die Welt nicht im selben Sinne unendlich wie Gott. Während sich alles in der Welt erst allmählich entwickelt, ist Gott zeitlose Gegenwärtigkeit. Er ist nicht erst hier und dann da, er ist nicht heute dies und morgen das. Dadurch wohnt er jedem Raum und Zeitpunkt gleichermaßen inne. Trotz der Unendlichkeit des Alls und seiner Mittelpunktlosigkeit, seiner räumlichen Mittelpunktlosigkeit, ist jeder Punkt des Alls überall in den Weiten des Universums gleichermaßen unmittelbar auf Gott bezogen. Gott, so lautet ein im späten Mittelalter viel zitierter Spruch aus dem Buch der 24 Philosophen,
den Cusanus, Giordano Bruno und noch Leibniz gleichermaßen zitieren, sei der Kreis, dessen Mittelpunkt überall und dessen Umkreis nirgendwo ist. Doch obwohl die Welt als Ausfaltung und Ausdruck Gottes gilt, ist dieser eben nicht mit der Welt identisch. Denn, so Bruno, er ist das ganze All als Zusammenfassender und als Ganzheit. Das Weltall dagegen ist alles im Sinne der Entwicklung. Ich nenne Gott unendlich, weil er überall ganz ist in der ganzen Welt und in jedem ihrer Teile unendlich und völlig allgegenwärtig ist. Im Gegensatz zur Unendlichkeit des Weltalls, welches letztere vollkommen nur im Ganzen ist und nicht in jedem seiner Teile. Sie merken also die Differenzierung zweier Vorstellungen von Unendlichkeit. Das eine ist eine Unendlichkeit der Entwicklung. Das andere ist eine Unendlichkeit der gleichzeitigen Gegenwärtigkeit überall. Das ist wichtig, wenn wir von Unendlichkeit reden, dass wir da wirklich wieder anfangen, auch zu differenzieren, sodass die Unendlichkeit der Welt eine andere ist als die Unendlichkeit Gottes. Anders als für den Naturalismus, den wir eben betrachtet haben, ist außerdem sind für Bruno Materie und Geist nicht voneinander zu trennen. Materie ist gerade kein toter, passiver Stoff, in den sich Gestalten so einprägen, wie die Förmchen eines spielenden Kindes in einen Sandhaufen. Und die Materie besteht auch nicht nur aus Billardkugeln, die durch Häkchen und Ösen miteinander verbunden sind, sondern Materie ist eine Art Energie, nicht im physikalischen Sinne jetzt verstanden. Sie hat die Fähigkeit, Formen auszubilden. Sie besitzt eine innere Dynamik, die sie dazu treibt, sich zu der Vielfalt von Lebewesen zu organisieren. Diese schöpferische Dynamik ist der ihr innewohnende göttliche Geist. Wie ein Künstler gestaltet sie die Materie von innen heraus, sodass die Mannigfaltigkeit von Lebensformen entsteht. Insofern, und auch da knüpft Bruno an einen alten Gedanken an, der sich seit Plotin durch die Jahrhunderte durchgehalten hat, ist nicht nur das wirklich, was wir mit den Augen empirisch sichtbar sehen und greifen können, sondern auch das, was diese sichtbare Wirklichkeit hervorbringt, die schöpferische Dynamik, die sich dahinter verbirgt. Deshalb hat man die erzeugte, sichtbare Natur, die Natura Naturata, von der schöpferischen Dynamik, die ihr zugrunde liegt, der Natura Naturans, unterschieden. Aufgrund der göttlichen Allgegenwart sind das Universum und die Natur eine lebendige Einheit. Und dadurch ist, anders als bei Nietzsche, anders als sozusagen auch im kartesischen Mechanismus, jedes Lebewesen wertvoll und aufgehoben in einem in sich sinnhaften Ganzen, in das es sich eingliedert. Es gibt nur unterschiedliche Abstufungen und Grade, in denen sich das Leben entfaltet. Da die Gottheit jedoch nicht mit den einzelnen Prozessen selbst identisch ist, die im All vorgehen, handelt es sich eben nicht um einen Pantheismus, nicht um eine Gleichsetzung von Gott und Welt, sondern um einen Panentheismus. Alles, was ist, ist in Gott. Und Gott ist in allem. Spinoza hat eine andere Blickrichtung und die wird uns nochmal auf das Thema Entweltlichung zurückführen, wie man es vielleicht auch interpretieren kann. Auch Spinoza versucht vor dem Hintergrund der modernen Naturwissenschaft, die zunächst eben die klassische Mechanik war, die Frage zu beantworten, wie die kausal determinierte Körperwelt und die intentionalen, zielgeleiteten, bedeutungsgebenden Akte des menschlichen Geistes miteinander verbunden sind, sodass es Selbstbestimmung im Sinne von einer Freiheit des Handelns überhaupt geben kann. Warum sind wir nicht nur Reizreaktionsmaschinen? Ziel des Lebens ist es bei Spinoza, sich selbst als Einheit von Körper und Geist erhalten zu können, also sich nicht in irgendwelche informationsverarbeitenden Prozesse, könnte man sagen, zu verlieren, sondern eben wirklich auch das Leid, das aus der physischen Vernichtung entstehen würde, soweit es geht, zu vermeiden. Eine Grundwertung ist allerdings vorausgesetzt. Es ist besser zu sein, als nicht zu sein. Vor dem Hintergrund der klassischen Mechanik
Und als Kenner von Descartes schließt Spinoza eine gegenseitige Beeinflussung mechanisch verstandener körperlicher und seelisch-geistiger Prozesse aus. Das ist konsequent. Leib oder körperliche, müsste ich bei Spinoza sagen, körperliche Prozesse können nicht unmittelbar als Ausdruck der seelischen Befindlichkeit gedeutet werden, aber auch umgekehrt können aus körperlichen Prozessen keine Vorstellungen und Ziele abgeleitet werden. Also eine wechselseitige Beeinflussung ist ausgeschlossen. Das finden Sie manchmal auch bei modernen Neurophysiologen, wenn Sie vorsichtig sind, dass Sie von einer Art Parallelismus reden, dass Sie sagen, gut, wir haben unsere Innenwelt und dann beobachten können wir die neuronalen Prozesse, aber wir können nicht die kausale Interaktion beobachten. Aber, so fragt Spinoza jetzt weiter, wie kann ich denn Zusammengehörigkeit von Körper und Geist ohne eine Form von Interaktion überhaupt denken? Wieso ist das, was in meinem Geist passiert, mein Denken, meine Werte, meine Absichten, genau korreliert mit physiologischen, mechanisch zu erklärenden oder elektrochemisch zu erklärenden Prozessen im Körper? Wie geht das? Wer hat das gemacht? Und da, so sagt Spinoza und Leibniz wird ihm darin folgen, das geht nur, weil sowohl die Körperwelt wie die Welt des endlichen Geistes in einem Prinzip gründen, nämlich in der Gottheit. Für Spinoza die Causa sui, die Ursache ihrer selbst ist. Die gründet sowohl sozusagen alle endlichen Erscheinungsformen von ausgedehnten Dingen, also auch meines Körpers, und sie gründet alle Formen endlichen Geistes. Und da beides in dem einen Prinzip gründet, ist beides sozusagen miteinander verknüpft, ohne eine kausale Interaktion. Sie müssen das nicht unbedingt als befriedigend erleben, ich tue es auch nicht, aber es ist für die damalige Zeit unter den Voraussetzungen konsistente Lösung. Deshalb, so Spinoza, entspricht sozusagen die Ordnung der Dinge, der des Denkens. Das heißt, obwohl Leib und Geist sich nicht wechselseitig beeinflussen, ist jede seelische Regung, jeder Gedanke, jedes Gefühl von physiologischen Prozessen begleitet. Und der Mensch damit eine leibgeistige Einheit inmitten der Welt, die ebenfalls körperlich-geistig sozusagen konstituiert ist. Wie komme ich jetzt aber dazu, mit Spinoza gesagt, von der Knechtschaft zur Freiheit zu kommen? Denn nicht nur Platon, der da ein eindrucksvolles Bild im Höhlengleichnis gezeichnet hat, dass wir alle eigentlich gefesselt sind erstmal, geht davon aus, dass unsere alltägliche Wahrnehmung nicht uns das Wirkliche, die Wirklichkeit erschließt, sondern das hält sich durch die Jahrhunderte hindurch. Das heißt, normalerweise sind wir von unseren Vorstellungen, Wünschen, Interessen, quasi gefangen. Das heißt, es ist unsere Perspektive auf die Welt. Und im Rahmen dieser eigenen Erwartungen und Vorstellungen bewerten wir dann auch die Dinge und die Ereignisse. Das heißt sozusagen, uns erscheint etwas als wünschenswert oder nicht wünschenswert, was sich vielleicht im Nachhinein als völlig falsche Einordnung, Einstufung zeigt. Die Erfahrung hat sicherlich jeder von Ihnen schon mal gemacht. Nur normalerweise merken wir das nicht, sondern wir bilden dann neue Vorstellungen, neue Erwartungen und bleiben sozusagen in dieser quasi Art von Fesselung, dass wir sozusagen erstmal nur von unseren Interessen, Wünschen und Wünschen ausgehen. Und gerade die moderne Gesellschaft, auch Philosophien, tendieren ganz stark dazu, unsere eigene Identität über die Identifikation mit Interessen zu begründen. Das heißt, das, was ich mir wünsche, macht sozusagen mein Ich aus. Und wenn ich das sozusagen, wenn meine Wünsche und Erwartungen nicht erfüllt werden, bin ich frustriert oder ich werde wütend oder ich werde depressiv. Das heißt sozusagen, ich bin eigentlich permanent abhängig von dem, was geschieht. Und genau das hat Spinoza brillant analysiert, nochmal in der Neuzeit, wie gesagt, Platon auch schon, die Stoa auch und jetzt auch eben auch noch Spinoza in einem dicken Buch seiner Ethik und sagt, wie komme ich zu adäquaten, angemessenen Ideen von den Dingen und meiner selbst, sodass ich wirklich weiß sozusagen, was ist das Wesentliche im Leben, worauf kommt es wirklich an. Das heißt, all diese Ethiken, dazu brauchen wir nicht den Neuplatonismus. Und wir brauchen in dem Fall, ich bin wirklich keine sozusagen jetzt Anhängerin unbedingt von Ratzinger in jeder Form, aber wir brauchen ihm nicht vorzuwerfen, dass er keine genügenden menschlichen Beziehungen hat. Das liegt in der Logik der Sache selber, dass man sagen kann,
Erst wenn ich das hinterfrage, wenn ich sozusagen ein Stück zurücktrete und mich frage, was ist die wirkliche Bedeutung der Dinge, und sie lerne, nicht nur unter meinen Interessen und Wünschen zu sehen und unmittelbar darauf zu reagieren, erst dann gewinne ich die Freiheit zu den Dingen. Das ist ein ganz alter Topos, den Sie auch sehr schön bei Paulus finden, seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Freiheit von den Dingen ist die Freiheit zu den Dingen, also die Voraussetzung für die Freiheit zu den Dingen. Das heißt, erst das Zurücktreten vom sozusagen empirisch geprägten Ich, auch bei Kant noch, ist die Voraussetzung für die Freiheit, autonom zu handeln. Und ich denke, das ist sozusagen ein Prozess, der immer wieder aufgegeben ist und der sich, wie gesagt, durch die Jahrhunderte hindurch hält. Mit Kant sozusagen bricht das fast ab, sodass wir heute eben tatsächlich von einer anderen Tradition dominiert sind, nämlich Utilitarismus und Identifikation mit Interessen. Und da kommt dann natürlich eine besondere Schärfe rein, wenn es heißt, jetzt sozusagen hinterfragt das Ganze mal. Ist Geld das Lebensziel oder ist es Lebensmittel? Was sind Autos? Sind sie Statussymbol oder sind sie praktische Verkehrsmittel für bestimmte Zwecke? Das heißt, wie kommen wir dahin, dass wir das, was uns so als selbstverständlich und notwendig suggeriert wird, erstmal wieder hinterfragen, und das setzt eine Brechung voraus. Und das ist das, was Spinoza jetzt analysiert, und die Voraussetzung, und das führt uns wieder zum Denken der Immanenz zurück, ist, dass er sagt, in uns muss etwas sein, was nicht durch die Umstände bedingt ist, was eben nicht nur eine kausale Reaktion auf Reize und Prägungen und Erfahrungen ist, sondern wo ein Moment der Selbstverursachung in uns liegt. Und wo kommt das her? Für Spinoza war zu seiner Zeit noch klar, das ist ein Moment, in der die Causa sui in uns gegenwärtig ist. Nur weil wir selber in der ersten Ursache von allem, in der Gottheit gegründet sind, haben wir die innere Freiheit, unter dem Druck der äußeren Umstände selbstständig in diesem Sinne sozusagen spontan zu reagieren. Ein gewisses Maß an innerer Freiheit. Deshalb, so sagt auch Spinoza, alles, was ist, ist in Gott und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden. Diese Frage nach der Möglichkeit von Freiheit finden Sie auch bei atheistisch orientierten Philosophen wie Jean-Paul Sartre, der sein Leben lang darum kreist, wo die Spontanität für diesen Urentwurf herkommt, der dann sozusagen mich zeitlebens bindet. Sie finden es bei Hannah Arendt, die jetzt sicherlich keine in dem Sinne wie Sartre radikale Atheistin war, aber die sagt, damit der Mensch etwas versprechen kann, damit er verzeihen kann, muss er in der Lage sein, einen Neuanfang zu machen. Und in diesem Sinne ist jeder Mensch für Hannah Arendt ein Initium, die Chance zu einem Neubeginn, einer Art neuer Geburt, sozusagen, die sich mit jedem Menschen vollzieht, nicht biologisch, sondern seelisch-geistig. Das heißt, wären wir nur durch die lückenlose Abfolge kausal wirkender kontingenter Ursachen bedingt, und sei es unsere Prägung durch Erziehung und so weiter, wären wir nicht frei und es wäre kein Übergang von der Gefangenschaft in unserer eigenen Vorstellung zu einer inneren Freiheit möglich. Dazu bedarf es einer anderen Form von Kausalität, die aber der Mensch nicht stiften kann mit der Endlichkeit seines Geistes, sondern die verdankt er der Teilhabe an einem anderen Sein, das selber eben Grund seiner selbst ist, das keiner Ursache außerhalb seiner selbst bedarf. Deshalb, so sagt Spinoza, die Kraft vermöge deren der Mensch sein Sein erhält, ist die Macht Gottes oder der Natur selbst nicht, sofern sie unendlich ist, sondern sofern sie durch die wirkliche Wesenheit des Menschen erklärt werden kann. Wir stehen als Menschen für Spinoza sozusagen im Fadenkreuz zweier verschiedener Formen von Verursachung. Dem, was wir normalerweise erleben, den äußeren Umständen, eben den Prägungen, dem kulturellen Kontext, den sozialen Gefüge und der inneren Freiheit, uns dazu zu verhalten, ein Stückchen zurückzutreten und in diesem Kontext selber sozusagen mit einer gewissen Selbstverursachung, Selbstmächtigkeit auch zu agieren. Insofern kann man auch wieder zu diesem Begriff Natura Naturata und Natura Naturans zurückkehren. Erst durch die Teilhabe an der schöpferischen Natur Gottes
wenn auch in endlichem Maßstab, kann der Mensch inmitten der konkreten Bedingtheit seines Lebens in Grenzen Ursache seiner eigenen Handlungen sein. Die Selbstüberschreitung in den Grund des Daseins, den er in sich findet, ist deshalb bei Bruno wie bei Spinoza der Grund der innerweltlichen Selbsterhaltung. Ohne das wäre das gar nicht möglich. In diesem Sinne thematisieren weder Bruno noch Spinoza die Frage nach der Unsterblichkeit, sondern ihr Ansatz zielt tatsächlich auf die Erschließung des göttlichen Geistes in der Welt als Grundlage der eigenen Seinsmächtigkeit. Deshalb komme ich jetzt noch zum nächsten Schritt. Nur wenn wir jetzt auch noch die Transzendenz dazu nehmen, dann kann ich sozusagen auch im eigentlichen Sinne Unsterblichkeit denken und nicht nur das Wirken des göttlichen Geistes in der Welt. Das heißt, ich komme nochmal zum Anfang des Vortrags der Frage von Sokrates zurück. In der uns bekannten Form kann der Körper nicht unbegrenzt dauern. Wäre also, wie Aristoteles dachte, die Materie, der Stoff, das Individuationsprinzip, dann gäbe es gar keine individuelle Unsterblichkeit, sondern bestenfalls eine Ewigkeit des universalen Geistes. Dagegen wandte sich jedoch schon in der Antike der Platon-Interpret Plotin. Und jetzt sind wir auch bei der Differenz von Platon und Aristoteles. Plotin im 3. Jahrhundert nach Christus verfasste eine Abhandlung mit dem bezeichnenden Titel Ewigkeit und Zeit. Diese hat sowohl zur hinduistischen Mystik wie aber auch zur christlichen, islamischen und jüdischen Mystik eine große Nähe, hat sie also auch stark teilweise beeinflusst oder ist umgekehrt auch von ihr beeinflusst worden, sodass hier deshalb es sich lohnt, mal auf Plotin sozusagen als den, wenn man so möchte, Initiator eines entscheidenden Gedankens zurückzugehen. Dass Plotin nicht Zeit und Ewigkeit sagt, sondern Ewigkeit und Zeit, hat in dem Fall seine Gründe, denn Ausgangspunkt für eine kosmologische Bestimmung der Zeit, wie Sie sie auch bei Augustinus finden, ist für die Philosophie und Theologie bis ins 17. Jahrhundert bestimmend geblieben und zumindest die moderne Astrophysik kommt wieder an diese Grenze, wenn sie fragt, was war denn eigentlich vor dem Urknall. In zeitlichen Begriffen zu reden, ist sinnlos, wenn die Zeit mit dem Urknall entsteht, genauso wie Raum und Materie. Aber was hat den Urknall ermöglicht? Mit Kippenhahn, einem Münchner Astrophysiker, gesprochen, wer war es, der die Welt in die Physik geworfen hat? Die Frage stellt sich sozusagen da jetzt auch von der modernen Physik her. Und diese Frage berührt, so hat schon die Antike erkannt, nicht nur das Leben und den Tod des einzelnen Menschen, sondern auch eben die Frage nach Ursprung und Ziel des ganzen Universums. Wenn der Kosmos, wie wir gerade schon gesagt haben, als Ganzer zeitlich ist, in dem Sinne, dass alles werdend und vergehend ist, hat dann die Zeit selbst einen azeitlichen Ursprung. Dann aber, so Plotin, muss es ein weltschöpferisches Prinzip geben, das Werden und Vergehen und damit auch die Raumzeit, genauso wie die Materie, wie wir sie kennen, überschreitet. Das also in diesem Sinne wirklich transzendent ist. Und deshalb darf man die überzeitliche Sphäre nicht mit zeitlichen Kategorien interpretieren. Der Ursprung allen Seins, das eine, ist für Plotin ein unerschöpfliches, unbegrenztes Vermögen, also buchstäblich die Fülle alles Möglichen, die Fülle alles dessen, was möglich ist. Und dieses eine entlässt die Vielfalt der Lebewesen aus sich. Es sind sozusagen ideale Strukturen, die da sozusagen in einer azeitlichen Sphäre gedacht werden, gedacht auch in einem ganz analogen Sinne. Und da diese schöpferische Dynamik des einen durch keine äußere Ursache, durch keinen äußeren Anstoß mehr in Gang gebracht wird, ist sie selbst zeitlich unbegrenzt. Das heißt, vor jeder Unterscheidung von Möglichkeit und Wirklichkeit, von noch nicht und nicht mehr, ist dieses höchste Sein reine Aktualität und in diesem Sinne eine unteilbare Einheit.
Es kann daher durch keinen schlussfolgernden Gedanken noch durch empirische Beobachtung erkannt werden, weil jeder Gedanke, und da vor allem die Naturwissenschaften, immer schon die Unterscheidung von Erkennendem und Erkanntem, Subjekt und Objekt, beinhalten. Deshalb überschreitet, so hat schon Plotin geschrieben, das absolute Sein den Gegenstandsbereich der formalen Logik genauso wie den der empirischen Wissenschaften und kann von ihnen weder bewiesen noch widerlegt werden. Die erste Weise, in der sich diese schöpferische Dynamik des Absoluten aber zum Ausdruck bringt, ist, dass dieses unendliche Sein sich selbst denkt. Wie gesagt, denken nicht so, wie wir jetzt denken, denn für dieses sozusagen göttliche Denken ist keine Zeit notwendig. Also keine Zeit, wie ich sie jetzt brauche, um Ihnen meine Gedanken vorzutragen. Das geht nur in der Zeit. Und Sie können sie nur in der Zeit nachdenken. Insofern ist der göttliche Geist in vollkommener Weise sich selbst gegenwärtig. Die zeitlose Dynamik, in der der göttliche Geist sich selber denkt, von sich selber weiß, ist eine Art Bewegung, keine körperliche Bewegung, aber eben doch etwas, wo sozusagen eine Dynamik da ist, also nicht ein statischer Klotz. Und deshalb sagt Plotin, diese Dynamik ist das Leben des göttlichen Geistes. Und da es immer schon das ist, was es sein kann, eben die Fülle aller Möglichkeiten, überschreitet es den Gegensatz von Werden und Vergehen, von Geburt und Tod. Und in diesem Sinne ist es ewiges Leben. Deshalb definiert Plotin Ewigkeit als ein Denken oder Leben, welches immer das Ganze gegenwärtig hat, das teillose Vollendung ist, wobei so wie in einem Punkte alles versammelt ist. Wir haben also hier ausdrücklich den Begriff ewiges Leben. Und zwar jetzt nicht mehr ein Leben, das unendlich zeitlich dauert, sondern das offensichtlich in einer azeitlichen Dimension gedacht wird. Das heißt, die Flüchtigkeit der Gegenwart wird aufgehoben in eine reine Präsenz. Und da der göttliche Geist alles denkt, was sein kann, befinden sich auch in ihm die Ideen von Individuen, die Grundstrukturen und eine Art Geist-Materie. Erst damit ist auch die Begründung der endlichen Materie, wie wir sie kennen, denkbar. Das heißt, anders als für Aristoteles ist für Plotin das Individuationsprinzip nicht der konkrete Stoff, sondern schon sozusagen eine Art idealer Struktur und einer idealen eben Art von Materie, die sich dann sozusagen auch in konkreten zeitlichen Verhältnissen entfalten kann. Erst damit ist es rein gedanklich jetzt möglich, individuelles, ewiges Leben zu denken. Die Wirkungsgeschichte von Plotin wird deutlich an einem Text, der noch im 15. Jahrhundert verfasst wurde, in diesem Fall von einem christlichen Kardinal, Theologen und Philosophen, nämlich Nikolaus von Kues. Und er wählt den doppeldeutigen Titel De Visione Dei, vom Sehen Gottes, um dieses Verhältnis von Ewigkeit und Zeit zu verdeutlichen. Denn De Visione Dei kann sowohl das Sehen Gottes bedeuten, wie die Schau Gottes durch den Menschen. Und da kommt die Differenz sehr schön rein. Das Sehen Gottes ist nicht mehr an das Menschliche, ist nicht mehr wie das Menschliche an eine räumliche Perspektive und zeitliche Abfolge gebunden. Er schaut nicht erst hier auf ein Wesen und dann auf ein anderes, sondern alles befindet sich gleichzeitig in seinem Sehen. Er wendet sich nicht erst einem Wesen zu, dann diesem ab und einem anderen zu, sodass Gott als der Alles-Sehende gilt oder als lebendiger Spiegel. Auch hier haben Sie den Lebensbegriff noch drin. Spiegel ist nicht der Reflektor der klassischen Optik, sondern ist sozusagen ein Akt des Bewusstseins, ein Ausdruck von Lebendigkeit. Als Ausdruck des göttlichen Seins ist es eine Tätigkeit, die wiederum keines äußeren Anstoßes bedarf. Insofern sieht Gott nicht etwas außerhalb seiner selbst, das ihm jetzt gegenübersteht, so wie wir uns gegenüberstehen,
sondern er sieht sozusagen das, was ist, in sich selber und schafft es dabei auch. Das heißt, sein Sehen ist ein schöpferischer Akt. Und deshalb hat das Christentum, das schon mit Augustinus, die von Plotin gedachten, zeitlosen Ideen in den Geist Gottes selber hineingelegt. Husanus wählt dafür das Begriffspaar Complicatio und Explicatio. Das heißt, alles, was möglich ist, findet sich in idealer Struktur zusammengefaltet als Complicatio im göttlichen Geist und hat damit auch eine ideale Wirklichkeit. Schöpfung bedeutet die Ausfaltung des Ganzen als Explicatio in die Zeit. Und damit haben Sie genau diese beiden Ebenen sozusagen, Sie haben eine zeitlose Ebene idealer Strukturen, idealer Möglichkeiten und Sie haben die Unvollkommenheit der Zeitlichkeit, die sozusagen erst im Durchgang und nacheinander zusammen mit aller Bedingtheit und allen Mängeln und allem Leid dann sozusagen das historisch-biografische Leben beinhalten. Wie bei Plotin wird auch bei Cusanus Zeit und Ewigkeit definiert in Hinblick auf eine spezifische Form des Bewusstseins. In der Zeit ist Erkenntnis ein unabschließbarer Prozess, in der Ewigkeit ist dagegen alles gleichzeitig präsent. Insofern ist der göttliche Geist selbst gegenwärtig und da er das schöpferische Prinzip der Welt ist, ist auch dieser ihm in ihren Seinsprinzipien vollkommen präsent. Auch bei Cusanus darf jetzt Ewigkeit weder als unendliche Zeitdauer, als schlechte Unendlichkeit, so hat Hegel gesagt, noch als bloße Verneinung der Zeit, als Stillstand, als Azeitlichkeit verstanden werden. Denn das Sein Gottes ist Bewusstheit und das ist Leben. Als Grund des Seins umfasst die Bewusstheit von sich zugleich alles, was überhaupt ist. Insofern erfasst Gott das, was ist, was sein kann, in sich selbst. Aber Gott ist nicht nur transzendent, sondern wie bei Bruno und wie bei Spinoza gleichzeitig allem immanent, innewohnend. Er ist also nicht der Schöpfer, der sich dann nach 7 Tagen am 7. Tag zur Ruhe gesetzt hat und jetzt mal guckt, was wir hier für Unsinn anstellen und den es vielleicht reut, dass er uns geschaffen hat, sondern der sozusagen auch noch in der Welt gegenwärtig bleibt, weil sonst würde die Welt ins Nichts versinken. Aber er ist sozusagen natürlich den endlichen Wesen nur in der Form so weit gegenwärtig, wie diese das schöpferische Sein aufnehmen können. Sodass wir sozusagen im Transzendent, beides haben, wir haben ein transzendentes Sein und ein immanentes Sein. Deshalb hat die Mystik immer schon dazu tendiert, auch im Christentum, die Zeitfolge zu durchbrechen und zu sagen, jeder Mensch befindet sich letztlich irgendwo im Mittelpunkt des Universums, vorausgesetzt, er tritt selbst in eine Beziehung zur Transzendenz. Und das ist grundsätzlich auch in der Welt in seltenen Augenblicken möglich. So sagt zum Beispiel die französische Mystikerin Simone Weil, derjenige, dessen Seele fest in die Richtung Gottes gekehrt bleibt, findet sich im Zentrum des Universums festgenagelt. Es ist das wirkliche Zentrum. Es ist nicht die Mitte. Es ist jenseits von Zeit und Raum. Es ist Gott. Obwohl auch Spinoza und Bruno diese Immanenz des Geistes gelehrt hatten und Gott nicht mit der Welt identifiziert haben, wie man ihnen oft vorgeworfen hat, haben sie doch nicht die Transzendenz des Absoluten herausgearbeitet, wie es noch Cusanus tut. Gott ist deshalb für Cusanus in einem zweifachen Sinne das Nicht-Andere, das Non-Aliud zur Schöpfung. Zum einen, die Gottheit ist eben Transzendenz. Sie überschreitet alles als Seinsgrund und ist keines der zahllosen endlichen Seienden, aber auch nicht nur der Rahmen des Ganzen. Sie ist weder in räumlicher Hinsicht größer, noch existiert sie in zeitlicher Hinsicht länger als alles Endliche. Sie ist also keine bloß quantitative Steigerung dessen, was ist, und muss daher alle räumlichen und zeitlichen und damit auch materiellen, körpergebundenen Dimensionen transzendieren.
Da sich, so war es auch gestern schon ganz kurz angeklungen, in der negativen Theologie, wie sie von Dionysius Areopagita etwa im 5. Jahrhundert ausformuliert wurde, alle menschlichen Vorstellungen und Begriffe auf etwas Bestimmtes und damit Endliches beziehen, kann man Gott nicht definieren. Und man kann ihn auch nicht innerhalb methodisch begrenzter Verfahren erschließen. Begriffe sind nur eine Art Handleitung, eine Art Geländer, ein Wegweiser, über den man letztlich hinausgehen muss. Und deshalb müssen alle positiven Attribute, die wir der Gottheit zuschreiben, dass sie gut ist, gnädig ist, barmherzig ist oder zornig ist, müssen deshalb wieder zurückgenommen werden. Sie müssen verneint werden, weil es unsere Vorstellungen sind, die wir an Gott herantragen. Aber auch unsere Verneinung von Gott bezieht sich noch auf unsere Vorstellung, die wir verneinen. Also müssen wir auch unsere Verneinung wieder verneinen. Insofern überschreitet die Gottheit alle positiven und negativen Aussagen, die wir über sie machen können. Und damit das, was eigentlich normalerweise als logisch unmöglich gilt, sie ist weder A noch B. Gott, so sagt deshalb Cusanus, das ist ein berühmter Gedanke, den er abgeschrieben hat, wenn man so will, auch die haben schon Plagiate betrieben. Gott ist größer, als er gedacht werden kann. Das heißt, Aussagen über ihn unterstehen nicht mehr dem Satz vom Widerspruch. Die Verneinung von Position und Negation führt deshalb unweigerlich zu einem Sprechen in logischen Paradoxien, wie es Cusanus an vielen Stellen mit großer Kunst praktiziert hat. Deshalb eben auch die Rede vom Nicht-Anderen. Wäre Gott lediglich das ganz Andere, dann wäre er immer noch durch ein Verhältnis zum Endlichen mitbestimmt. Doch als Grund allen Seins ist sein Sein eben durch nichts mehr bestimmt. Und deshalb kann er auch nicht mehr aus dem Vergleich oder dem Unterschied zum Endlichen verstanden werden. Der erste Ursprung von allem ist weder ein anderes vom Anderen noch vom Nichts, weil es zu nichts im Gegensatz steht. So Cusanus. Das heißt, in seiner Transzendenz ist über jeden Gegensatz, auch den von Zeit und Zeitlosigkeit, von Raum und Raumlosigkeit, von Ruhe und Bewegung und Identität und Alterität erhaben. Er ist, so ein viel zitiertes Wort von Cusanus, jenseits des Zusammenfalls der Gegensätze. Er ist also nicht mit dem Zusammenfall der Gegensätze identisch, sondern er ist jenseits davon. Trotzdem thront er nicht wie ein Uhrmacher, so wie es sich der Kanitscheider vorgestellt hat, abgelöst über der Welt. Sondern diese ist immer noch in seinem Sein ja gegründet, in seinem Denken. Und ohne diese schöpferische Dynamik würde die Welt eben ins Nichts zurücksinken. Insofern nimmt die Vielzahl aller Seienden, wenngleich in unterschiedlichen Graden, an dieser schöpferischen Dynamik teil. Wir hatten das eben schon bei Spinoza, der Gedanke Freiheit, innere Freiheit, die Fähigkeit zu versprechen, zu vergeben, ein Initium zu sein, beruht auf diesem Moment sozusagen der Spontanität, in dem Fall im Menschen. Das heißt, die Gottheit ist allen endlichen Wesen bei Cusanus als schöpferische Dynamik in unterschiedlichem Grade innewohnend. Und insofern ist die Gottheit der innerste Grund aller Seienden und auch in diesem Sinne eben ein Nicht-Anderes zu ihnen. Die Gottheit steht ihnen nicht außen gegenüber, sondern als innerster Kern ist sie gerade etwas, was wiederum sich von ihnen selbst nicht unterscheidet. Sie wirkt nicht äußerlich auf sie ein, sie greift in dem Sinne nicht von außen in die Geschichte ein und packt irgendjemanden und sagt, jetzt tu das und das, sondern sie ist der innerste Kern und in dem Sinne eben kein anderes. Dass es eine Vielfalt sich unterscheidender Seiender und in dem Sinne überhaupt Andersheit gibt, geht auf die seinsstiftende Kraft des Nicht-Anderen in ihnen zurück. Es ist, so Cusanus, die Wesenheit der Wesenheiten und damit selbst keine Wesenheit. Der göttliche Geist überschreitet das Universum und ist zugleich sein unzeitlicher, unräumlicher und immaterieller Mittelpunkt. In diesem Sinne wirkt er nicht physikalisch auf die Welt ein und ist deshalb auch nicht in Raum und Zeit lokalisierbar.
Die Suche nach der Stelle, wo der Geist in das materielle Geschehen der Welt eingreift, muss deshalb, wenn sie mit naturwissenschaftlicher Methode betrieben wird, scheitern. Das Absolute ist das Nicht-Andere in dem doppelten Sinne, dass es alles überschreitet und als seinsbegründende Kraft zugleich jedem innewohnt. Wenn die Gottheit als allgegenwärtiger Mittelpunkt überall ist, dann kann sie durch die Wendung ins eigene Innere, durch die Sammlung und Einswerdung mit sich, sind wir nochmal beim Thema Entweltlichung in diesem Sinne, und die Selbstüberschreitung in den Grund dieser Einheit in einer überempirischen Weise durch das Überschreiten aller Formen sinnlicher und begrifflicher Erkenntnis erkannt werden. Wie Dionysius Areopagita spielt deshalb auch Cusanus mit dem Gegensatz von Licht und Finsternis. Das Überschreiten des sichtbaren Lichts, das das Auge wahrnimmt, führt in ein Dunkel ohne jedes sichtbare Licht. Schließen Sie Ihre Augen, dann ist sozusagen erstmal das sichtbare Licht weg. Der sinnlichen Anschauung beraubt, kann der Verstand keine Begriffe mehr bilden. Begriffe ohne Anschauung sind leer, sagt noch Kant. Und deshalb sozusagen ist er hilflos. Er kann sich auf nichts raumzeitlich Vorhandenes mehr beziehen. Und erst im Schweigen des Verstandes wird eine im strengen Sinne intelligible Erkenntnis möglich, in der sich jenes Licht offenbart, dem der Mensch nicht nur sein Sein, sondern auch seine Erkenntnis verdankt. Dieses unzugängliche Licht, das wohl zu Recht als Ursymbol der Menschheit gelten darf, ist für Cusanus über aller sinnlichen, verständigen und vernunfthaften Schau. Kommen wir nochmal auf einen methodischen Gedanken zurück. Die Naturwissenschaft, so haben wir gesagt, beruht darauf, dass sie sich etwas gegenüberstellt. Ein Objekt, das sie dann analysiert, so wenn wir nicht da, als wenn wir als Beobachter nicht daran teilnehmen würden. Wenn die Gottheit der Seinsgrund aller endlichen Wesen, auch des Menschen ist, dann kann sie gar nicht aus der Position eines außenstehenden Beobachters erfasst werden. Ich kann mir meinen eigenen Seinsgrund nicht gegenüberstellen. Dann würde ich den Grund ja verlieren. Es geht also nicht. In dem Sinne ist die Gottheit kein Subjekt, das einem Objekt gegenübersteht. Als innerster Grund des erkennenden Menschen kann, und der ganzen Schöpfung kann sie nur, wie Dionysius sagte, im Vollzug der Einung erfasst werden. Nur durch Teilhabe, durch Partizipation kann sie zumindest in begrenztem Umfang erfasst werden, so betont auch Cusanus. Zitat: Denn niemand sieht dich als nur derjenige, der dich besitzt. Natürlich ist mit Besitz kein Haben gemeint. Man kann die Wahrheit, und das heißt Gott selbst, nur, so Zitat wieder, durch sie selbst erfassen. Das Streben nach Wissen ist deshalb ein Streben danach, in der Wahrheit zu sein. In diesem verborgenen Schweigen, so Cusanus, ist jede Vergegenständlichung aufgehoben. Gott kann nicht Objekt der Erkenntnis sein, wenn er den Gegensatz von Objekt und Subjekt überschreitet. Religiöse Erfahrungen, so betont im 20. Jahrhundert der Religionspsychologe William James, haben in ihrer individuellen Verschiedenheit einen gemeinsamen Kern. Sie bezeugen zum einen von einer anderen Qualität des Bewusstseins und von einem Sein, das das Individuum umgreift und von dem ein Gefühl der Rettung ausgeht. Die Gotteserkenntnis ist allerdings nur möglich durch das Medium des eigenen Geistes. Und das drückt James wieder in einem Bild aus: Die Achse der Wirklichkeit läuft mitten durch das individuelle Selbst hindurch. Wenn, und das ist der Schluss, die Gottheit also Ursprung und damit auch Ziel des Lebens ist, insofern wir an unserem Leben ein Interesse haben, es für uns einen Wert, eine Bedeutung hat, dann lässt sich das menschliche Leben nicht auf Selbsterhaltung, auch nicht im Sinne Spinozas oder Brunos, beschränken, sondern ist durch Selbstüberschreitung in seinen Grund, in seinen Seinsgrund zu charakterisieren. Das heißt, nur wenn die Überschreitung der Immanenz des Geistes in seinen transzendenten Grund denkbar ist und damit nicht nur das Sein des Unendlichen im Endlichen,
sondern auch das Sein des Endlichen im Unendlichen gedacht wird, kann Unsterblichkeit, in welcher Form auch immer, da sind jetzt die Theologen wieder dran, gedacht werden. Nur in ihm und nicht in der Welt und dem in ihr wohnenden Geist wäre Unsterblichkeit im Sinne eines ewigen und das heißt der Zeit enthobenen Lebens möglich. Ich danke Ihnen.